Ja, moin moin Freunde der faszinierendsten Knöpfchendrückerei aller Zeiten. Hier ist wieder Spielverliebt auf Spielverliebt TV. Hier ein kleiner Tipp, wie ihr den Endboss hier einfach besiegen könnt, auch auf der schweren Schwierigkeitsstufe. Ihr stellt euch einfach hinter diese Statue und wartet ab. Ihr seht schon am Licht, wann er kommt, und dann gebt ihr ihn gleich einen mit, wenn er um die Kurve kommen will. Oh, jetzt auf den müsst ihr aufpassen, das Ding geht auch sogar hier durch. Die Säule ist der einzige... Das Ding lähmt euch für eine bestimmte Zeit lang. Das ist das einzige Ding, wo ihr wirklich aufpassen müsst. War fertig? Okay. The man who killed my son. Komm. In another temple. Komm. Your Magi friend Hepzibah also had a stubborn streak. Like your son. Ihr müsst auch gleich schlagen, sonst verschwinden die vorher, diese Double. So wie jetzt. Da war ich zu spät geschlagen. Leider auch keine schnelle Waffe aufgelevelt. Das ist ein bisschen antizipieren jetzt. So rangiert der immer hier hoch und runter. Jetzt ist er wieder am Werk. Jetzt müsst ihr aufpassen. Laser. Ja, das passiert dann. Da bin ich gefreezed, wenn ich drin bin. Komm schon. Okay. You're nothing but a farmer. Camel herders and shit shovelers. That is all Egypt. Okay, hab ich ein bisschen gepennt. You robbed my son of his afterlife! None will mourn you, Magi. Mist. Aber er kommt nicht rechtzeitig zu mir. Das dürfte... Oh, doch. Ich hab geschlagen, schade, nicht getroffen. Okay. Ja, da muss man sehr, sehr schnell hauen. Ich habe eine bisschen zu langsame Waffe, aber es geht auch, wenn ich ein bisschen antizipiere. Aber wichtig ist, dass ich erstmal nicht an mich rankomme. Hier. Einkesseln, weil dann entscheiden sie an. So, einen habe ich auf jeden Fall schon mal getroffen, das ist gut. Den werde ich nicht treffen, aber ich muss die trotzdem vertreiben. Ah. Mist. Wieso kann ich denn kommen? Enough! Face me! Nein! Naja. Was er da ist, bin ich vielleicht schon wieder. Gut. You will be judged in the duat.
Das war Flavius. Ja, das wird halt ein bisschen fummeliger, wenn ihr auf der freien Fläche kämpft. Weil dann teleportiert er euch, sich hinter euch und... Mein Kind! Das ist das eine Sache, die ich in meinem Leben nicht bereue. Ich werde dir nie Frieden geben. Your son's death made the order bow to me! Caesar, even. I had Rome. It gave me an empire of 1,000 sons, each one greater than the last. Come on! Finish me! You coward! The waste of time! I can't do it! I can't do it! It's all right, Papa. No. I will lose you forever. Not forever. I will be waiting for you in the field of reeds. Relic should never be found again. Aya must know our son's car has been put to rest. Ja, das war Flavius. Ich denke mal, ich bin hier wirklich... Ja, fast geschafft. Da steht's auch. Ich bin hier wirklich bald oder gleich am Ende des Spiels. Ja, normalerweise startet das Spiel ja hier gegen ihn, so ungefähr. Also irgendwie seid ihr hier, ich weiß es nicht mehr genau, mittig platziert oder so. Dass ihr also gleich den Rückwärtsgang einlegt, euch dort hinter einfach verschanzt und abwartet. Habt ihr ja gesehen, ihr müsst hier ein bisschen hoch und runter rangieren. Und auf seinen fiesen, ich nenne es mal Laser, diesen roten Zielstrahl, den er hat, da müsst ihr aufpassen. Wenn der euch erwischt, dann seid ihr ganz schön lange... gelähmt und könnt nichts machen. Wenn er dann in der Nähe ist, dann haut er euch gnadenlos einen rein. Und gerade auf schwer seid ihr dann schneller tot, als ihr gucken könnt. Also, da müsst ihr höllisch aufpassen. Wenn er sich auf die Entfernung macht, euch da ein bisschen lähmt, ist nicht so schlimm. Bis er da ist, könnt ihr euch dann wieder bewegen. Weil die Lähmungszeit ist, ja, was sind das? 2-3 Sekunden höchstens. Ja, das war Flavius. Und... soll ich in Alexandria mit Aya sprechen? Ja, das ist ja seine Geliebte oder Frau. Ich weiß gar nicht, ob die verheiratet sind oder ob es das damals überhaupt schon gab. Nee, die Ehe gab es da ja noch nicht, aber... ja, soweit so gut erstmal. Und bei seinen komischen Geistern, die er dann da ruft, ja, es ist dasselbiges. Und dann haut lieber... ach so, das kann ich einfach nur sagen. Haut lieber auf Verdacht dann nochmal... auf den Geist. Also, die gehen nur weg, wenn ihr sie wirklich im richtigen Zeitfenster trefft. Das habt ihr ja auch gesehen. Aber wenn ihr haut und sie nicht trefft und sie vor euch stehen, sind sie zumindest weg. Wenn ihr das nicht macht, sie vertreibt, dann habt ihr hier ganz schnell einen Geist rechts, einen links. Dann haut er meinetwegen und trefft sogar einen rechten, aber er kriegt von dem linken hinten einen Damage erteilt. Dann ist es wirklich besser, mal auf Verdacht zu hauen, dass ihr wirklich diese 90-Grad-Winkel einmal hier und hier... ersichert. Das ist das Wichtigste. Ja, bye bye und auf Wiedersehen.